Das war sehr spontan. Ja, wir haben uns heute Morgen entschieden, von Lugano herzufahren. Und sind jetzt so gelandet an einem schönen Ort. Ja. Wir wollten eigentlich 5 Wochen weg, ein bisschen die Welt raus. Aber jetzt sind wir spontan geblieben und haben gedacht, wir gehen zelteln. In der schönen Schweiz. Ich habe zurzeit unbezahlt und wollte eigentlich auf Spanien. Und dann hat sich aber die Corona-Zeit so entwickelt, dass ich die Chance bekam, um hier zu arbeiten, am Silva Planasee. Die Pläne waren vielfältig, das Resultat dasselbe. Anstatt zu verreisen, verbringen viele Schweizerinnen und Schweizer ihre Ferien diesen Sommer hierzulande. Der Ansturm ist groß und Regionen beliebt, in denen Aktivitäten möglich sind, für die man sonst traditionsgemäß ans Meer fährt. Ja, wir sind definitiv verbrannt worden, als wir gestartet sind. Wir hätten es nicht so erwartet im Mai. Schon so viele Leute und die Wassertemperaturen waren doch noch kalt. Die Leute wollten einfach windsurfen und wollten aufs Wasser und geniessen. Ich habe einen Haufen Gästestimmen, die eigentlich ins Ausland gegangen wären und die dann entschieden haben, aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte, dass sie da bleiben. Wir sind sehr gut gebucht für die Saison, aber wir haben auch noch Platz oder wir machen Platz für Kurzentschlossene. Silva Plana tut seit über 40 Jahren ganz klar auf Windsurfsport setzen. Seit rund 20 Jahren haben wir neu Kitesurfen hier am Silva Planasee. Und ich glaube, weil wir das wirklich immer vehement verfolgt haben, kommt uns das jetzt heute gut. Die Kapazitäten sind beschränkt und kommen mancherorts an ihre Grenzen. Viele bleiben in der Schweiz. Sehr viele. Auch wenn sie jetzt gehen könnten. Sie haben jetzt sich eingestellt, die Schweiz, und probieren die Schweiz. Was sensationell ist, schade ist, dass jetzt alle aufs Mal die Schweiz wollen und es hat für viele leider dieses Jahr keinen Platz. Wir haben nächstes Jahr kommen. Not macht erfinderisch. So hat auch der Campingplatz trotz Beschränkungen eine Lösung gefunden, um seine Kapazitäten zu erweitern. Nämlich, dass wir Parkplätze können für Bus kreieren und einen Stellplatz für Camper bei der Station Corvatsch. 35 Wohnmobil, 20 extra Busplätze. Und die Saisonier, die nicht da sind, die geben uns den Platz zum Weitervermieten. Eine spontane Gäste, die kommen. Ich habe jetzt gerade ein paar Mal den Kunden auch da gesagt, das ist die beste Alternative, als wenn ich auf Spanien hätte können, weil in Spanien kenne ich alles und da ist jetzt wirklich das Abenteuer, das ich auch mir erhofft habe.